So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar waren wir wieder mal im Kaufland und haben da leckere neue Burger gesehen. Nachdem wir letztens ja Hotdogs getestet haben, ich nicht weiß, ob ich das überhaupt in der richtigen Reihenfolge hochlade, haben wir jetzt Burger gefunden. Und zwar, das ist ein Cheeseburger, Classic Style. Der sieht eigentlich normal und harmlos aus. Hätte ich im Normalfall wahrscheinlich gar nicht unbedingt getestet, weil es ist halt einfach ein Cheeseburger, ne? Für die Mikrowelle, Produkt inklusive Verpackung, 600 Watt, 90 Sekunden, ist gleich lecker. Klingt auf jeden Fall gut. Alles, was irgendwie so vakuumisiert verpackt ist in so einem frischen Beutel, ist eigentlich sau lecker, ist ein bisschen teurer als die in der normalen Kunststoffpackung, die du aufzerrst und dann ohne Packung da erhitzt. Das ist ein Burger und der wird richtig brutal durch die Verpackung. Aber was mir ins Auge gestochen ist, war im Prinzip der hier. Denn da steht einfach Spicy Chicken und Coleslaw Burger für die Mikrowelle. Also würziges Hühnchen, würziges Hähnchen, wie auch immer. Und Krautsalat, oder? Coleslaw? Krautsalat? Die meisten haben auf Hotdogs ja immer Coleslaw, oder? Coleslaw ist immer auf Hotdogs. Jetzt ist das hier auf Burger, auf Hähnchenburger. Weil ich den interessant fand und den testen wollte, der aber daneben stand von der gleichen Marke, habe ich gedacht, nehmen wir einfach die beiden mit und gucken dann mal. Die müsst ihr jetzt also mit der Verpackung in die Mikrowelle packen. Pupsi will dann auch mal probieren, sind beides 190 Gramm. Die machen wir jetzt mal warm, gucken uns die an, wenn die fertig sind, wie die schmecken und dann zack. So, die Burger sind jetzt eigentlich fertig und letztes Mal habe ich bestimmt 2 Jahre gebraucht, um so eine Packung aufzukriegen, weil das einfach so heftig ist. Das ist so gut vakuumversiegelt, dass du da gar nicht rankommst. Noch lustig zu erwähnen, wenn ihr die in die Mikrowelle stellt, die plustern sich immer auf. Die werden immer so 10 Kilometer hoch, die drehen richtig durch. Und irgendwann macht es dann, da gibt es ein dumpfes Buffern und dann geht ein Loch rein und dann sind die plötzlich hier so auf, wie ihr hier seht. Das hat dann auf einmal einen Mund. Dann ist die Luft raus, dann ist das nicht mehr vakuumisiert. Aber dadurch müsste es jetzt eigentlich leichter sein, die zu öffnen. Eben, wenn die hier schon eine offene Stelle haben. Wir ziehen das jetzt mal hier auf. Ja? Das ist ganz gefährlich. Wir ziehen das auf. Der hat oben wie unten dann hier so ein so eine Aluminiumplatte, ja, wenn man das so nennen will. Dann könnt ihr das ganz aufmachen und dann habt ihr den hier drin rumfliegen. Das ist ein bisschen matschig. Hier hängt lauter Soße dran. Das soll also Cheeseburger sein. Hier ist nochmal so eine Platte. Einmal Cheeseburger. Vielleicht können wir den direkt einfach mal offen so hinlegen, dass er ein bisschen abkühlt. Auf der anderen Seite haben wir den Koslov Burger vom Nikolai Koslov, von dem Wrestler. Müssen wir aufpassen, dass der Adi hier nichts wegmaust. Vielleicht ist das Original dafür, dass ihr das aufklappt und da drauf legt. Der Koslov Burger riecht sehr süßlich, ne? Packen wir auch mal hier hin. Machen wir mal auf. Jetzt habt ihr hier Kraut. Und da ist Chicken und da ist Soße und hier ist auch ein bisschen Soße übrig. Wenn wir das jetzt rumdrehen würden, würde man sagen, oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Ein Scheißburger und ein Kurzlaufburger, Burger ist bestimmt jetzt noch zu heiß. Wir wollen die trotzdem mal versuchen zu probieren, so wie die sind. Der war zuerst fertig, deswegen wird er auch zuerst probiert. Cheeseburger wird rausgenommen. Die ganze Soße bleibt einfach drin, alles in der Ecke, alles schmiert rum. Den Alu müssen wir aber noch entfernen unten drunter. Wollen jetzt mal reinbeißen und mal gucken, wie das mundet. Oh. Das schmeckt auf jeden Fall heftig nach Zwiebeln und Burgersoße. Mmh.
Das Fleisch ist so dünn, aber irgendwie trotzdem sau lecker. Ich kann das nicht beschreiben. Ist halt anders, als wenn ihr diese fertigen Burger kauft, wo ihr aufmacht und habt so eine dicke Frikadelle drauf. Übelst der Käse, übelst die Käsenote dabei. Ihr habt diese Burgersoße, die anderen sind immer komplett furztrocken. Ihr habt die Burgersoße, ihr habt die Zwiebeln, die knacken noch, wenn ihr drauf rumbeißt. Ihr merkt auf jeden Fall, da ist was mit bei. Ihr habt den Käse dabei, schön, also. Das finde ich richtig herrlich, ne? Selbst wenn wir hier in die Verpackung reingreifen, guckt euch das an. So eine Sauerei. Aber es schmeckt. Muss man ihm lassen. Eben auch gerade durch die ganzen Zwiebelstückchen. Cheeseburger hat schon mal bestanden. Ist für viele jetzt vielleicht ein bisschen zu matschig. Kann ich nachvollziehen. Wir haben aber noch den schicken, den Koslov Burger, ja. Er ist jetzt hoffentlich auch ein bisschen abgekühlt. Der hat auch besondere Soße drauf. Hier hängt das Chickenfleisch raus. Wir probieren mal nur das Chicken. Chicken schmeckt nach gar nichts. Mit der Soße bei brennt ein bisschen auf der Zunge. Ist wohl eine schärfere Variante. Jetzt sind wir beim Kraut gelandet. Habe ich noch nie erlebt, noch nie gehabt, so einen Burger. Chicken, Spicy Chicken. Ne, was für? Was steht hier auf der Packung? Spicy Chicken, ja. Spicy Chicken mit Coleslaw. Ist also interessant. Viele werden wieder sagen, das Kraut geht ja gar nicht. Das schmeckt ja voll nach Weißkraut. Wer gerne Weißkraut isst, der findet das bestimmt richtig heftig. Ist wie Hotdog. Wie Hotdog, nur als Chicken. Und trotzdem irgendwie lecker. Also kann man auf jeden Fall essen. Adi schmeckt's auch. Ich bin eigentlich voll. Das heißt, wenn ihr mal im Kaufland seid, guckt euch die mal an. Schön vakuumisiert, Chicken Burger, Classic. Oder dieser Spicy Chicken irgendwas mit Coleslaw. Probiert die mal, schreibt mir mal eure Meinung rein, wie ihr das findet. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, huch, euer Ramses. Mmh.